Liebe Pokémon-Fans, wir sind wieder zurück zu den Pokémon Kamezin und Popo Wi-Fi Battles. Ich habe unglaublich viel Zeit darin investiert, mir neue Pokémon zu züchten und habe nun fast zwei Boxen, beziehungsweise eineinhalb Boxen voll mit Competitive Pokémon für Singles, ein paar davon, die meisten davon für Doubles. Und ich denke, dass wir mit diesem neuen Team, was ich mir gebaut habe, heute maybe die Meisterballklasse erreichen könnten. Denn es ist ein sehr starkes Team, meiner Meinung nach. Ein Team, was man nicht so oft sieht, zumindest Pokémon, die man nicht so oft sieht. Nicht in diesen Rollen zumindest. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute laufen wird. Sollten wir es in die Meisterballklasse schaffen, werden wir in der Meisterballklasse selber noch auf Twitch ein bisschen hochranken. Vielleicht erreichen wir noch einen coolen Platz oder so. Und dann werden wir natürlich auch mit den Einzelkämpfen starten und da vielleicht noch in die Meisterballklasse kommen. Jetzt, meine Freunde, würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Rangkämpfe, verbinden uns mit einem neuen Gegner. Ich habe den Rang 10 erreicht. Nein, ich will nicht Einzelkampf. Ich will Doppelkampf. Hallo? Kann ich please noch... Hallo? Keine aktuellen Daten vorhanden. Ja. Das wollte ich auch gar nicht. So. Ach so, Daten aktualisieren habe ich aus Versehen gemacht. So. Meine Freunde, das ist mein aktuelles Team. Wir können sehr gerne mal in die Box reingucken, um zu gucken, was ich denn alles jetzt hier so gebaut habe. Wir haben in der Zuchtbox die verschiedenen Dittos, die ich benutzt habe, um zu breeden, wenn es denn sein musste. Dann haben wir hier im Progress noch ein paar Shiny-Pokémon, die ich unglaublich gerne früher oder später noch trainieren würde. Die Mauerblume habe ich zum Beispiel bekommen oder ein Random Groink oder ein Random Hypno in Shiny oder ein Bammelin. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwann mal, was aus denen zu machen. Vor allem Fakuli, das letzte Shiny. Ja, die sind also quasi im Progress. Die werde ich definitiv noch irgendwann Battle Ready machen. Hier sind wir im VGC 2. In der VGC 2 Box, wo die ganzen gebannten Pokémon noch rumstehen. Hier mal Santa Penguin und Kowalski. Ne, verschiedene Sets etc. pp. Hier haben wir die Singles mit Glavinus, Sting und natürlich Fancy. Ich habe sehr viele Shiny-Pokémon gehuntet, Freunde, die letzten Wochen. Kommt auf Twitch, da werden wir oft Shiny hunten, aber ich werde auch demnächst mal wieder auf YouTube Shiny hunten, Freunde. So, Turbine ist mit Jägermeister Ratatouille, One Punch Ape und Black Pearl zusammen mit Don Flamingo unser aktuelles Team. Das sind alles Pokémon, die sind competitive ready, ready fürs VGC. Damit kann man reinstürzen, aber das Team, was ich gerade dabei habe, ist das Ding. So, ein Voltrian mit einem Fokusgurt, ein Evolite, Damiaplex, dann haben wir die Mäuse, Famieps, aber nicht so, wie man sie normalerweise kennt, mit irgendwie der Drachentanz-Attacke und dann ihrem Zehnfach-Hit, sondern als Supporter tatsächlich. So, und jetzt, meine Freunde, kommt das erste Team, was wieder nach ein bisschen Wumms aussieht. Ich hatte jetzt drei Testmatches im Stream, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, die ziemlich gut ausgingen. Allerdings muss man da sagen, hatte ich ziemlich stylische Gegner. Heute werden wahrscheinlich wieder ein paar Leute auf dem Start sein oder auf den Plan treten, die ein bisschen mehr Meta-Teams spielen, aber ich bin ready. Ich habe überhaupt nicht geübt, das ist jetzt mein viertes Match mit diesem Team. Ich habe keine Ahnung, wie die Kombos und so weiter richtig funktionieren. Da muss ich mich noch ein bisschen eintrainieren, aber ich bin überzeugt davon, dass man locker mit diesem Team die Meisterballklasse erreicht. So, wir haben drei, vier Synergien in diesem Team, die ganz gut funktionieren können. Elektro kann hier wichtig sein, außer er leadet mit dem Drachen-Pokémon. Dann würde ich ehrlich gesagt eher zu One-Punch-Ape tendieren. One Punch Ape und Ratatouille. Black Pearl muss nicht unbedingt mitkommen, außer maybe für den Elektro-Dude da drüben und so. Ich weiß halt noch gar nicht, was die aushalten, ne? Die Spreads etc. ist alles sehr, sehr schwierig. So, Siegeswille wollen wir nicht unbedingt triggern. Die Turbine, ja. Maybe die Turbine mit dem Sash oder so. Oder doch Black Pearl. So, wir gehen jetzt einfach mal in den Kampf. Ja, mal sehen.
Ich bin gespannt, was wir machen werden hier, Freunde. Yalla, Abfahrt, würde ich sagen. Ah, ich mag die Musik. Erledigt tatsächlich Corby Knight. Okay, dann hätten wir tatsächlich mit unserem Dingens was machen können. So, alright, dann gehe ich einfach mal auf den... Gehe ich auf den Protzer? Das Ding ist, Dragonite kann halt den Orkan haben, ne? Oder gehe ich direkt auf die Zornesfaust? Ich glaube, ich gehe direkt auf die Zornesfaust. Und prügel aber mal los. Ja. Wir Terra kristallisieren, damit der Orkan nicht sehr effektiv trifft oder die ganzen Flugattacken. Mal sehen, ob er mit Dragoran protected. Wir werden es sehen. Oh, ich habe mich so gefreut, dieses Team endlich spielen zu können, Freunde. Ich habe so lange dran gearbeitet. Es ist leider noch nicht ganz perfekt. Es fehlen noch ein paar Terra-Kristalle und so. Ne, man kennt's, aber it is what it is. So, bist du jetzt ein... Gehst du für den Normaltypus auf Dragoran? Scheinbar. Turbo-Tempo, Bandit, Doppel-Stab, hier, Einmal-Stab, Dragoran, oder was? Moment, bin ich auf Offenlegung gegangen? Oh, shit. Ich bin auf Offenlegung gegangen anstelle des Prüglers. Oh, und die Zornesfaust wirkt nicht. Oh, true. Oh, natürlich, weil es... Ah, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Alright, 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 alright. Interesting. Okay, das war ein schlechter Zug von mir, ehrlich gesagt. Ich gehe trotzdem auf Prügler. Wenn er Famibs killen will, wird er Famibs killen. Nein, er geht auf Epitaph. Okay. Er geht auf Epitaph. So, das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt einfach mit der Krähe reinkommen, ne? Also sprich, meine beiden Viecher besiegen. Ja. Das war's mit Famibs. So, dann gehen wir auf den Protzer. Und sind jetzt auf plus 1 Death. Und jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen recovern. Right? Und das kann ich mit dem Ableitheap machen. Koloval kann an der anderen Stelle Bauch trommeln, theoretisch. Und Flamingo kommt halt rein, was auch immer... auf was auch immer überlebt. Und beides ist dann halt einfach geboostet. Right? So, jetzt gehen wir mal auf den Ableitheap, auf Dragonite. Und drücken die Bauchtrommel. Die Body Press kann halt schon ziemlich reinzacken gleich. Aber wir werden sehen. So, das Turbo-Tempo kommt. Geht aber auf Koloval. Okay. That is interesting. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen zu viel Setup gemacht. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen zu viel gesetup jetzt. Aber das ist okay. So, Dragoran ist tot. Wir füllen uns. Epitaph wird definitiv der sein, der hier durchgehen wird. Epitaph wird derjenige sein, der hier die Arbeit verrichten wird. Und der trotz unserer massiver Fehler... Okay, wir haben sowieso, wir sind sowieso geflincht. Spielt keine Rolle. So, Epitaph ist brandgefährlich, meine Freunde. Ich könnte Epitaph jetzt nochmal boosten, indem ich ihn mit der Ice Shard treffe. Ah, das Ding. Okay. Ja, er kann natürlich jetzt einfach wieder jemanden wiederbeleben. Zornesfaust auf Corby Knight. Und er, der Kollege hier könnte Earthquaken.
Oder wir protecten. Ich protecte, weil Corby Knight wird wahrscheinlich den Wal rausnehmen wollen jetzt. So, der Mogelhieb drückt Epitaph einen rein. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob der Mogelhieb hier der richtige Play ist, weil die Zornesfaust ist jetzt halt wieder stärker, ne? Und wir erholen uns halt sowieso wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft man Epitaph treffen darf. So, und der hat jetzt seinen eigenen Rückenwind ausgestallt. Weiß nicht, ob das so geil ist, um ehrlich zu sein. Okay. Dann will ich wenigstens den Sash brechen, den das Teil wahrscheinlich trägt. Right, da kommt der Wangenrubbler. Paralysiert uns leider. Aber das ist okay, wenn wir durchkommen. Alles cool. Wir sind sowieso probably der langsamste von allen. Fressen aber natürlich eine Fullpara. Mhm. Ja, das war wieder klar, dass jetzt die Hex wiederkommen. Aber verdient, ich habe auch einige Fehler gemacht in dem Match. Ich habe zu lange irgendwie versucht zu setupen und zu wenig angegriffen. Flamingo hat trotzdem jetzt plus eins und wird einiges an Damage machen. So. Ich denke, ich sturzfluge mit ihm. Was hat er noch für Pokémon? Sehe ich, was er noch für Pokémon hat? Irgendwo? Ja, die Kampfattacke wäre besser, actually. Die Kampfattacke ist, glaube ich, immer besser. Ja, wir gehen für die Kampfattacke. Jetzt sind wir wieder auf neutralem Death. Dank des Scarfs outspeeden wir. Er kann jetzt theoretisch wieder rückenwinden, wenn er will. Aber er geht wieder einen Eisenschädel. Okay. Und glücklicherweise haben wir vom Protzer einen Death Boost gehabt, was uns jetzt quasi zwei davon tanken lässt. Ja, Corby Knight ist einfach tot. Epitaph ist einfach gottlos strong. Leute, entweder ihr kontert das Ding oder es nimmt im Doppelkampf euer ganzes Team auseinander. Das Ding ist stark genug, um es mit ganzen Teams aufzunehmen. King Gambit. Und genau deswegen haben wir den Kampfmove am Start. Ja, der Ableithieb wird klären und der Nahkampf ist ja sowieso schon eingeloggt und da wurde der Kampf aufgegeben. Trotzdem, ey, und das ist genau das, was ich immer sage, ne? Mit einem schwachen Team, mit einem stylischen Team, musst du wirklich krass gut spielen und darfst keine Fehler machen, um damit du überhaupt noch eine Chance hast zu gewinnen. Stärkere Teams verzeihen Fehler. Und ich habe wirklich zwei, drei Fehler gemacht in diesem Match, die mir locker den Sieg hätten kosten müssen, aber weil mein Team einfach so stark war oder halt Pokémon hat, die ich sage jetzt mal, Fehler verzeihen, konnte ich das wieder aufholen. Wegen Epitaph. Und that's it. Das ist einfach noch crazy, Alter. So. Okay. Fast 80 Kämpfe, Alter. Und immer noch in der Hyperballklasse. Aber ich habe halt einiges an. Ich habe halt wirklich viel rumprobiert mit irgendwelchen Teams, die halb gebaut waren und so. Und das kann man halt nicht machen. Ne? So, wir haben ein interessantes Gegnerteam. Wir haben bei Londa. Und wir haben Knackrack, die physisch sind. Der Rest ist speziell oder crittet. Das bedeutet, der Jägermeister juckt hier nicht. One Punch Ape ist wieder richtig, richtig gut. Aber auch Black Pearl wäre hier eine Überlegung wert. Boah, Black Pearl ist actually richtig gut. Wir gehen zu Black Pearl. Nehmen Don Flamingo mit und One Punch Ape. Bam. Gehen wir rein, Freunde. Let's go. Also, erstes Match gewonnen. Das ist jetzt eine Vierer-Winning-Streak mit dem Team. 4 von 4 Kämpfe haben wir gewonnen. Und das heißt echt einiges bei der Bilanz, die wir haben.
ey, man muss einfach sagen, Gen 9 hat wirklich ein paar Banger-Tracks, ne? Dafür, dass die so schwach waren am Anfang. So, jetzt muss ich gucken. Terra kristallisiere ich Koloval? Nein, ich glaube noch nicht. So, dann gehe ich auf Spotlight. An der Stelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach Earthquake und Loder leadet. Aber ich möchte zumindest kein Loder-Lead fressen, kein unnötiges. Okay, der ist ein Stahltyp. Und er hat wahrscheinlich Eisenschädel. Ich mag es, wenn die Mäuse ihre Fresse so aufziehen. Das sieht mega lustig aus. So, da kommt der Eisenschädel. Der wird mit Doppelstab, Life Orb. Kann ich mir vorstellen, dass es... Es killt nicht? Und das war tatsächlich Life Orb. Holy shit, Vermieps ist ja geisteskrank. Geisteskrank. Der ist so stark. Ist so krass, mein Freund. Die Freundeshut ist crazy. So, und jetzt... Oh, Irrlicht. Oh, boy. Okay, wir wissen, dass der Wal schneller ist als der Kollege da drüben. Und mit Earthquake plus 6 könnte ich ihn theoretisch killen. Oder ich gehe auf Eis... Ah, nee, warte mal. Earthquake ist actually der Play. Earthquake ist actually der Play. Will ich mit jemand anders Terra kristallisieren? Ja, ich hätte schon gerne eine Feuerresistenz. Da bin ich ehrlich mit euch. Gehen wir auf Zugabe. Oder gehen wir wieder auf Spotlight? Nee, ich gehe einfach auf Flamingo. Weil dann geht er mit einem Stahl-Move in meinen Wal. Wir immunisieren natürlich das eigene Erdbeben. Treffen beide Gegner plus 6 sehr effektiv. Und wir outspeeden ja sein Krokodil. So, meine Freunde, die Black Pearl sticht in See. Protected. Okay. Interesting. Er geht für Earthquake. Okay. Mhm. Ich gehe auch für Earthquake. Wessen Earthquake macht jetzt mehr? Oh, das hat sehr viel Damage gemacht, Alter. Aber der Flamingo ist jetzt auf plus 6. Der Flamingo ist auf plus 6 und auf meinem Wal habe ich ein fucking eine Prio, Alter. Ey, das ist so eine geisteskranke Kombo, Alter. Haru. So, dann sturzflugen wir mal den Typen da drüben. Ja, wir haben einfach zwei Pokémon auf plus 6. Das ist so dumm, ey. Ja, das wird definitiv killen. Eissplitter auf plus... Oh, er hat den Sash. Er hat einfach den Sash. Er wird mich jetzt umbringen. Aber ich nehme sein Mon. What? Oh, er hat Unbeugsamkeit auf dem Ding. Oh, damn. Er hat Unbeugsamkeit auf diesem Drecksding. Deswegen. Dann hätte ich jetzt protecten sollen und den Dude da als erstes weghauen müssen, ne? Ja, safe. Oh, shit, die versteckte Fähigkeit habe ich komplett vergessen, Alter. Okay, aber, meine Freunde, genau deswegen haben wir Vermieps. Denn Vermieps, dem interessiert es nicht.
ob du verbrannt bist oder ein KP hast. Und das, meine Freunde, ist der Grund, warum Offenlegung so eine unglaublich OP und gute Attacke ist, weil das Ding trotzdem stirbt. So, Flamingo ballert nochmal rein. Leider, eigentlich müsste ich rauswechseln. Eigentlich müsste ich rauswechseln mit Flamingo, um den Aqua-Durchstoß zu knallen. Weil mit Aqua-Durchstoß ausbieten wir ihn und wir killen ihn. Auch verbrannt. Weil er ist halt unbeugsam, right? Außer ich finde doch einen Weg mit Epitaph, den Kollegen da drüben zu killen. Oh, bei Londa. Okay. Jetzt wird es interessant. Aha. Alright, warte mal. Lass mal Zugabe auf Lodalied und hier gehen wir einfach auf den Brave Bird. Wir müssen ihn ausbieten. Oh, er scannt. Scheiße, ich hätte Offenlegung drücken sollen. Oh, ich bin so ein Trottel. Offenlegung hätte seinen Protect weggehauen und wir hätten ihn einfach finishen können. Oh, das hätte mir das Game jetzt gesaved. Die Offenlegung wäre so viel besser gewesen. Ja, nee. Das war der Missplay, der mir das Game kostet. Das war der Missplay, der mir das Game kostet. Aber maybe habe ich noch eine Chance. Wie schnell ist es Kroko und wie schnell ist Epitaph? Wie schnell ist Epitaph? Oh Mann, ich muss einfach mal drauf achten, was ich klicke, Digga. Ist egal, am Ende des Tages spielt es keine Rolle tatsächlich. Jetzt habe ich wieder Zubergabe geklickt anstelle von Follow Me, Bro. Das ist ja wieder so dumm. So, da kommt der Hochmut von dem Ding jetzt. Die Zornesfaust wird ihn vielleicht rausnehmen, ich habe keine Ahnung. Nein, leider nicht. Schade. Ja, nee. Das Game hätten wir 100% gewinnen können, aber ich habe massiv verschissen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht Überreste stallen. Ich muss ihn so gesehen angreifen. Ja, und das war's. Ja, sehr gut. Achso, ne? Ich hab verkackt. Ich hab einfach die Offenlegung drücken sollen. Wenn ich einen Safe-Kill haben will, dann muss ich die Offenlegung drücken, seinen Protect weghauen und dann hätte ich ihn einfach gekillt. Und dann wäre jetzt ein Krokodil alleine gewesen und hätte gar keine Chance gehabt. Aber in diesem Match habe ich zu krass verkackt. Aber wir haben wieder Learnings gemacht. Offenlegung ist ein unglaublich krasser Move. Und ich darf wirklich auf Famieps nicht mehr zu schnell klicken. Ich muss wirklich gucken, was macht dieser Gegner eigentlich, Alter? Beziehungsweise, was wähle ich eigentlich für Moves aus? Ja, auf dem Protect, da hätte man kommen müssen, ne? Wie gesagt, beim Sash habe ich mal predicted, ob Pamo und so ein Sash haben und so. Deswegen da mal drauf gehen, ist cool mit Prius. Aber ja, die versteckte Fähigkeit vom Alligator habe ich auch komplett vergessen. Hätte ich mich daran erinnert, wäre ich einfach auf Aqua-Durchstoß gegangen und wir hätten das Game geklärt. Also ich habe wirklich 2, 3 dumme Sachen gemacht und daraus haben wir jetzt wieder gelernt. Ärgerlich, weil es meine Streak zerbrochen hat und ich jetzt nicht in der Meisterballklasse bin, aber das werden wir schon noch schaukeln. So, er hat ein Servol mit Psychofeld potenziell.
Ist hier Black Pearl so gut? Wollen wir die Turbine und Jack, Jägermeister? Wollen wir die Turbine und Jägermeister oder möchte ich lieber was anderes haben? Ich glaube schon. Ich gehe mal mit den beiden. Dann Don Flamingo wird ultra wichtig sein. Ratatouille hat praktisch hier nichts verloren in dem Match. Mal sehen. Ah, ärgerlich, Alter. Ich hätte eine 5er Winstreak machen, aber wie gesagt, wir sind hier, um zu lernen. Deswegen, by the way, lade ich diese Videos auch auf YouTube hoch. Ich hätte natürlich die Möglichkeit, im Stream schon die ganzen Matches hier zu machen, aber ich möchte ja meine Lernkurve auf YouTube so ein bisschen für euch festhalten und nicht, keine Ahnung, 30 Stunden Competitive Stream und dann kommen und sagen, so funktioniert das Team, weil das, also keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich versteht ihr dann die Plays ein bisschen besser und so, aber andererseits ist es dann nicht gleich unterhaltsam. So. Okay. Ich nehme mal die Fähigkeit von Lycanroc, weil Indidis Fähigkeit ist nicht mehr wirklich wichtig. Ich protecte mit Voltrian und gehe auf den Fähigkeitentausch. Auf Lycanroc. Oder auf den Bizarro-Raum. Ich glaube, ich drücke zuerst auf den Bizarro-Raum. Weil Lycanroc ist nach... Ja, wobei... Warte mal, mein Scheiß... Oh, mein Vogel ist schneller als Lycanroc, ne? Der Vogel hat 125 Speed. Und das ist echt viel. So, der Sandsturm. Okay. Ja, da haben wir ein paar echt schlechte Mons erwischt. To be honest. Und da kommt der Nahkampf. Mhm. Verteidigung und Spezialverteidigung sinkt. Aber die Spezialverteidigung steigt auch wegen dem Sandsturm hier. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Lycanroc Sandschaber... Hat das Ding Sandschaber? Ich weiß gar nicht, was das Teil hat. Lass mich kurz überlegen. Könnte jetzt halt sehr riskante Plays machen und zu Epitaph wechseln. Und den Fähigkeitstausch ballern. Aber dann bin ich langsamer, actually. Das macht... der Fähigkeitstausch ist nicht so gut. Außer ich krieg irgendwie... Hat er Ruhe gewahrt? Nee, Ruhe gewahrt. Was hat das Ding eigentlich, Alter? So, da kommt der Steinhagel. Oh, wir werden eh gekillt. Okay, never mind. So, die resistieren wir halt beide. Na? Die resistieren wir halt beide. Das heißt, unsere Zornesfaust ist jetzt schon mal ziemlich strong. Gesagt, der Bizarro-Raum ist hier nicht gut. Damirplex mit Bizarro-Raum ist generell nicht so gut in diesem Team, weil wir haben relativ schnelle Pokémon. Right, was haben wir für Init? 150, 190, 105 und 112. Okay. Ich denke mal... Steinhagel und irgendwie Knirscher oder sowas wird kommen, ne? Outspeede ich ein Tyranitar? Das ist jetzt halt das Ding. Ich müsste jetzt halt wissen. Wenn wir nicht outspeeden, trifft uns die Steinattacke sehr effektiv. Was vorher resistiert gewesen wäre. Ich muss eigentlich riskieren, dass Tyranitar... Ne? Und so. Und dass ich dann nur Elektro bin mit dem Teil
Boah, Digga, jetzt wird's interessant. Hat er den Geistertyp? Wenn ja, dann gewinnt er jetzt einfach. Ja, hat er. GG. Die Zornesfaust hätte den weggeschallert, aber ja, hat einfach gut gemacht. Habe ich einfach nicht nachgedacht. Den Terra-Typ vergesse ich die ganze Zeit. Schon das zweite Mal, wo ich auf das Obvious Geister Tyranitar reinfall. So, wir haben jetzt zwar keine Steinschwäche mehr, aber die Attacke verfehlt Epitaph. Wow. Und crittet Voltrian. Geil, Bro. So, und das hat keine Wirkung. Und Voltrian wird... Oh mein Gott, okay. Und verfehlt aber den Epitaph. Ja gut, also... Was war das nur für eine Runde, yo? Oh mein Gott, Digga. Also, keine Prios, right? Bräh. Ja, also den Flinch hat es jetzt echt nicht gebraucht, ne? To be honest. Der Flinch ist einfach wieder... Wir haben gar nichts gemacht in dieser Runde. Aber er hat den Knuller rausgehauen mit Lycanroc, glaube ich, ne? Dann gehe ich doch am besten... Ah, ich kann jetzt nicht mehr Terran. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf, Bro. Nee, wir machen es umgekehrt. Wir gehen auf die Zornesfaust und ballern den Aqua-Durchstoß auf Lycanroc. Scheiße, ich hätte für den Unlicht-Move gehen sollen. Er hat ja noch sehr wohl. Okay. Tyranitar ist actually schneller. Ist gut zu wissen. Rock ist langsamer, trotz Scarf, wegen Sandschara, ne? Die Learnings, meine Freunde, mein Gehirn, Blue. Ich habe halt so lange nicht mehr gegen Lycanroc gekämpft, ne? Was ist das Ding? Zipped Gen? Bruh. Armarige. Okay, hier ist der Wassermove ganz okay. Beides wäre actually okay. Aber die Zornesfaust funktioniert es hier leider nicht. Wir doublen einfach den Kollegen. Schauen wir mal. Hier wäre die Terra-Kristallisation besser gewesen, ne? Oh, Spotlight, okay. True. Ja, Spotlight. Warum, Digga? Spiele ich zum ersten Mal Pokémon gerade? Ich meine, gut, das ist eh ein Double KO, weil Bizarro-Raum. Warum setze ich einen Bizarro-Raum auf gegen ein Team wie dieses? Mit meinem. Das macht absolut keinen Sinn. Bizarro-Raum ist wirklich nur dazu da, um Rückenwind-Teams, die schneller sind als ich, zu countern. Bizarro-Raum ist wirklich keine Strategie, die ich verwenden sollte für die Matches an sich. Das ist wirklich nur eine Counter-Strategie für Rückenwind-Teams. Ansonsten immer Rückenwind. Weil ich hätte mal mit Voltrian auch easy auf Rückenwind drücken können. Right? Ja. Leute, so viele Learnings, Alter. So viele Learnings. Aber es ist gut so. Beim nächsten Mal werden wir dann richtig fresh zurückkehren und dann hoffentlich weniger Fehler machen. Und daraus gelernt haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen da und checkt die Playlist aus. Bis dann. Peace.